Sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Und ich darf Ihnen sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist die allererste Folge unseres Podcasts Stuttgarts Geschichte, also Stuttgart Podcast der Stadtgeschichte. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist ein Experiment. Das erste Mal erzählt ein Podcast, eine Geschichte einer Stadt in voraussichtlich 8 Folgen. Und ich freue mich sehr, dass ich dabei nicht alleine sein muss. Ich freue mich sehr, dass der Professor Püter mich begleitet. Herr Professor Püter, vielleicht zur Einstimmung heute Abend, als ich an Sie herantrat mit der Idee, einen Podcast zu einer Geschichte einer Stadt gemeinsam zu produzieren, was haben Sie da gedacht? Ich habe gedacht, das ist ein neues Medium für mich, aber ein Medium, das perfekt geeignet ist, einer breiten Öffentlichkeit, einer breiteren, als man sie sonst reichen pflegt, die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale einer so faszinierenden Stadt wie Stuttgart zu kommunizieren. Faszinierende Stadt, ja, das ist, glaube ich, schön gesagt. Und wir holen uns aber sogar noch mal Hilfe, Herr Püter. Nicht nur, dass ich mir Sie als Hilfe geholt habe für diesen Podcast des Stadtpalais-Museums für Stuttgart, sondern wir holen uns jede der Folgen einen Experten für die Zeit, die wir betrachten. Und heute in der allerersten Folge betrachten wir das Stuttgart in der Bundesrepublik. Und wir fangen also von hinten an, Herr Püter. Warum von hinten? Ja, wenn wir die Interessenten, die Abnehmer packen wollen, dann sollten wir Geschichte, wie sie sozusagen noch dampft und raucht und qualmt, wie sie sozusagen auch sinnlich wahrnehmbar ist, vermitteln. Und das ist die aktuellste Zeitgeschichte, die wir selbst erlebt haben, die möglicherweise die Eltern uns erzählt haben oder von denen zumindest die Großeltern noch eine lebensechte Vorstellung haben. Damit sollten wir beginnen. Ja, mit der Geschichte kann man auch sagen, die noch so richtig aufregt, wo jeder vielleicht eine Meinung hat, wo Geschichte nicht irgendwas Entferntes im Lehrbuch ist oder im Geschichtsbuch in der Schule, sondern wo es ein Teil von uns ist. Und wir glauben, dass es sich lohnt, von hinten zu beginnen und jeden mitzunehmen. Und ich hoffe, das funktioniert bei unseren Zuhörern. Ja, jetzt ist es so, warum bin ich aufgeregt? Ich bin auch deswegen aufgeregt, weil ich überhaupt nicht weiß, was mich erwartet. In der Dramaturgie dieser Reihe ist immer einer von uns beiden, Herr Püter, der Host, der Gastgeber der Sendung. Das sind Sie heute und Sie laden einen Experten ein, das ist das eine. Und ich weiß in dem Falle überhaupt nicht, was passieren wird, über was Sie sprechen werden. Ich bin wirklich total unvorbereitet. Ich weiß von nichts, außer dass es um Stuttgart in der Bundesrepublik geht. Ja, Herr Püter, wen haben Sie heute eingeladen? Welcher Experte wird uns beide heute Stuttgart in der Bundesrepublik näher bringen? Also, ich bin sehr froh, den besten Kenner, den man überhaupt verpflichten konnte, ablösefrei bekommen zu haben. Professor Dr. Reinhold Weber, den Chef, Leiter der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, der nicht nur weiß, wie man Geschichte professionell vermittelt, sondern der als Historiker sozusagen ja, professionell wie kein anderer auserkoren ist, die Geschichte jetzt nicht mit uns chronologisch aufzubereiten. Wir wollen hier kein Repetitorium halten, uns an Daten abarbeiten, sondern wir wollen versuchen, sehr systematisch das, was Stuttgart auszeichnet gegenüber anderen Städten, in den Vordergrund zu stellen. Und vielleicht fangen wir an. Ja, dann erlaube ich mir einfach, den ersten Aufschlag zu machen. Bitte. Meinen Kollegen Reinhold Weber zu bitten, aus seinem unerschöpflichen Wissen uns etwas beizusteuern. Und Sie, Giese, Sie wissen ja gar nicht, was auf Sie zukommt. Sie Keine intervenieren Ahnung. Nach Gusto. Aber ich fange natürlich an mit dem, was die Fans 2006, ich war selbst dabei, auf dem Stuttgarter Schlossplatz skandiert haben. Beim Spiel um den 3. Platz, als sie auf die riesige Leinwand schauten. Stuttgart ist viel schöner als Berlin. Über Schönheit kann man gerade nicht streiten und wir wollen ja keinen Schönheitswettbewerb machen. Mhm. Ist Stuttgart tatsächlich schöner als Berlin? Und wenn man daran denkt, was ist vielleicht das Zweite, was als Spruch haften bleibt? Wir können alles außer Hochdeutsch, nicht nur auf Stuttgart, auf Baden-Württemberg bezogen.
Das ist vielleicht nicht nur aus der Perspektive der Landeshauptstadt von Niedersachsen, wo das reinste Deutsch gesprochen wird, vielleicht nicht unbedingt der Punkt, mit dem man einsteigen sollte. Also die Frage an meinen Kollegen Reinhold Weber. Ist Stuttgart Avantgarde in der Bundesrepublik Deutschland gewesen? Gibt es einen Bereich, wo man sagen kann, Stuttgart ist Tabellenführer? Nicht der Bundesliga, aber Tabellenführer irgendeiner imaginären Liste. Oh ja, Herr Püter, da gibt es natürlich ganz viele Punkte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber fangen wir doch damit an, wo ist Stuttgart Avantgarde? Stuttgart ist Avantgarde als Architekturstadt. Und zwar schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit natürlich. Und ich glaube, da zeigt sich schon so ein Signum der Stadt, diese Mischung aus Bodenständigkeit einerseits, aber andererseits auch diese ja etwas technokratisch, industriell, erfinderisch nach vorne zeigende Erfindungskraft, die in der Stadt herrscht. Also ich will es an Beispielen festmachen. Man war in Stuttgart in der Lage oder wäre in der Lage gewesen, das neue Schloss abzureißen, das im Krieg beschädigt war. Damals ging es um eine Stimme im Stadtrat in Stuttgart, ein SPD-Stadtrat, der den Abriss des neuen Schlosses verhindert hat. Man hat den alten Landtag, den alten historischen württembergischen Landtag abgerissen. Nicht untypisch für Stuttgart. Mhm. Sie wissen bestimmt, was an dessen Stelle gebaut wurde, ein Parkhaus. Das ist irgendwo nicht so ganz untypisch für Stuttgart. Aber was haben wir auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite haben wir eine unglaubliche Fülle von schöpferischer, architektonischer Kraft, von einer ganzen Generation von Architekten. Viele davon haben bei Paul Bonatz studiert. Viele waren natürlich auch von der Werkbundausstellung 1927 und den wichtigsten Machern dieser Ausstellung, aus der ja dann die Weißenhofsiedlung hervorging, von diesen Köpfen geprägt, also neues Bauen, die moderne, die frühe Moderne des 20. Jahrhunderts. Und wir haben dann in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Stuttgart eine Generation von Architekten wie Fritz Leonhard, wie Günter Behnisch, viele andere, die die Stadt prägen mit dem Fernsehturm. Ich darf daran erinnern, Avantgarde in Stuttgart wird nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Parlamentsgebäude neu gebaut, der heutige Landtag. Und die Architektursprache ist deutlich, sie ist sehr, sehr deutlich. Es ist ein offenes, ein transparentes Haus, in das man reinschauen kann, in das man die Arbeit der Abgeordneten wortwörtlich beobachten kann. Die Innen sehen raus und die Außen sehen rein, also ein ganz wichtiges Symbol. Aber auch ein Architekt wie Fritz Leonhard, ich habe ihn genannt, der den Fernsehturm gebaut hat, der das Olympiastadion in München, das Olympiagelände und das Spandach in München gebaut hat. Aber auch einer wie Günter Behnisch zum Beispiel, den man den Baumeister der Demokratie genannt hat, mhm, der unter anderem das Parlamentsgebäude in Bonn gebaut hat. Und es ist ein architektonischer Stil, der in vielerlei Hinsicht auch für die Stadt steht. Es ist eine Architektur ohne Machtgehabe, ohne Prunk, sondern sie ist modern, offen, sie ist transparent, sie ist sozial geprägt und im besten Sinne des Wortes demokratisch. Das ist ein Punkt für Avantgarde. Wir kommen sicher noch zu weiteren. Herr Weber, da will ich gleich reingrätschen, weil da habe ich gleich sozusagen natürlich, ich stimme Ihnen in jedem Satz zu, aber auf der einen Seite haben wir all diese berühmten Architekten, die großartige Arbeit machen. Und zum anderen haben ja heute die Stuttgarterinnen und Stuttgarter das Gefühl, dass diese Zeit eine Bausünde nach der anderen hervorgebracht hat. Ja, waren da einfach die Falschen am Werk? Oder wie kann man das erklären, sozusagen diese Parallelität des eigentlich nicht zueinander passenden? Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Lösungen von gestern sind oftmals die Probleme von heute. Aber das meinte ich mit diesem Willen, neu zu gestalten, die Zukunft zu gestalten, auch das Wirtschaftswunder zu gestalten. Diese Architektur ist ja auch Ausdruck des einsetzenden Wirtschaftswunders dann der 50er Jahre. Und dann gibt es die Schattenseite dazu. Die Schattenseite dazu ist natürlich dieses Ziel der autogerechten Stadt, die gebaut wird, die uns heute in vielerlei Hinsicht belastet, im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen wir uns die
Konrad-Adenauer-Straße an, viele andere heute als hässlich empfundene Verkehrsschneisen, die durch die Stadt gehen. Ja, das ist die andere Seite. Auch der, man hat sich nicht an historischem Bau, an historischer Bausubstanz orientiert. Das wäre in München vielleicht ganz anders gewesen, sondern man hat gesagt, wir wollen die neue Architektur umsetzen. Man hat Anfang der 70er das alte aus den 20er Jahren das alte und damals höchst moderne Kaufhaus Schocken abgerissen. Das hat einen Proteststurm im Land ausgelöst, in diesem, was man in den 70er Jahren Stadtsanierung nannte, und oftmals kamen nur Betonwüsten dabei raus. Also das ist die Schattenseite des Ganzen, und manchmal sind es auch Zufälle. Ich will eine kleine Anekdote erzählen. Es gibt einen berühmten Möbelbauer und auch Architekten, aber er war als Möbelbauer eigentlich, als Möbeldesigner eigentlich berühmter, Adolf Schneck, ein Stuttgarter, der drei Häuser in der Weißenhofsiedlung gebaut hat, der eigentlich der einzige Württemberger bei diesem ganzen Werkbund-Projekt, der war Geschäftsführer des Werkbunds Württemberg. Und dieser Adolf Schneck beteiligt sich 1945 am ersten Wettbewerb, architektonischen Wettbewerb, als es um den Wiederaufbau der zerstörten Altstadt Stuttgart geht. Und seine Eingabe, sein Vorschlag, sein Entwurf für den Wiederaufbau Stuttgarts kommt leider nur auf den zweiten Platz, wird mit einem Preis auserkoren, aber wird eben nicht realisiert, mit der Begründung, Schneck, ein liberaler Visionär vom Bauhaus geprägt, der immer Licht-Luft-Öffnung, die Natur mit der Architektur verbinden wollte und so weiter. Sein Entwurf wird abgelehnt mit der Begründung, er habe zu viel Grünflächen vorgesehen. Wir hätten heute eine völlig andere Stadt, eine völlig andere Altstadt, Innenstadt in Stuttgart, wenn damals auf den ersten Platz gekommen wäre. Und so sind es manchmal eben auch die Zufälle. Mhm. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Giese. Licht und Schatten liegen da manchmal ganz nah beieinander. Darf ich vielleicht hier, Reinhard Weber, sozusagen bitten, das Thema noch zu erweitern? Und zwar möchte ich einen Begriff ins Spiel bringen, den Begriff der Heimat. Alexander Mitscherlich hat damals in Frankfurt am Main vor Augen die Unwirtlichkeit der Städte, die architektonischen Sünden beklagt. Und das ist ja ein Thema, mit dem sich alle großen Städte der Bundesrepublik herumzuplagen haben. Das der städtische Raum Heimat stiftet und dass Architektur einen erheblichen Beitrag dazu leistet, ist unumstritten. Und jetzt könnte man sagen, vielleicht provoziere ich zu sehr, indem ich auch vielleicht das Heimatargument zu stark mache, aber ich will es einmal tun. Hat man in Stuttgart in besonderer Weise es geschafft, auch architektonisch den vielen Zuwanderern, angefangen mit den Heimatvertriebenen, Flüchtlingen, dann mit den Arbeitsmigranten, dann mit den politischen Flüchtlingen, Heimat zu bieten, ist also Stuttgart in besonderer Weise und vielleicht dort Avantgarde eine Stadt, die in ganz besonderer Weise mit einer Willkommenskultur zu einer neuen Heimat beigetragen hat? Ja, Sie sprechen ein großes Thema für Stuttgart an, Stuttgart als Integrationsstadt. Und auch da ist Stuttgart mit Sicherheit Avantgarde. Lassen wir mal die Heimatvertriebenen kurz beiseite, auf die kommen wir vielleicht später noch. Beginnen wir mit den Arbeitsmigranten, den sogenannten Gastarbeitern der 50er, 60er und dann auch der 70er Jahre. Ich glaube, Stuttgart hat zwei grundsätzliche Gegebenheiten, die den Integrationsprozess der Zugewanderten erheblich erleichtert haben und die sie durch keine Integrationspolitik im Nachhinein aufholen können. Punkt 1 ist natürlich die Wirtschaftsstärke. Es ist ein unglaublich wirtschaftsstarker Standort, auch schon natürlich in den 50er und 60er Jahren. München und Stuttgart sind die Ankunftsbahnhöfe für die sogenannten Gastarbeiter. Das sind die Umschlagplätze. Sie kommen aus Italien, aus Spanien und so weiter, aus den Mittelmeeranrainerländern natürlich. Das heißt, die Arbeitskräfte sind erstmal, und das weiß die Bevölkerung, die sind absolut vonnöten.
heiß begehrt. Das schafft erstmal eine gewisse Willkommenskultur. Jetzt kommt aber ein zweiter wichtiger Punkt hinzu. Arbeit erleichtert natürlich Integration. Dort, wo sie gewünscht sind, wo sie Arbeit finden, wo sie Geld verdienen, wo sie in Kontakt kommen mit Kolleginnen und Kollegen, all das macht Integration leichter. Zweiter Punkt, auch das ist was, was historisch gewachsen ist, ein Entwicklungspfad, den sie nicht einfach so legen oder gar nachholen können. Die Industrie in Stuttgart ist dezentral verteilt. Wir haben anders als in Berlin oder denken Sie an Essen, Katernberg, die Gastarbeiter, die in die Bergwerke, in den Steinkohleabbau und so weiter gekommen sind. Da werden soziale, und ich benutze das Wort ganz bewusst, soziale Ghettos eingerichtet. In Stuttgart ist die Industrie dezentral. Sie finden die großen Industriearbeitgeber in Zuffenhausen genauso wie im Westen der Stadt oder oben auf den Filtern. Das heißt, auch die neu Zugewanderten sind ganz anders über die Stadt verteilt. Dezentral. Es entstehen keine Konzentrationen von Menschen, die natürlich am Anfang Hilfe brauchen. Integration ist immer Goodwill beider Seiten, aber natürlich auch Unterstützung von kommunaler Seite. Und da hatte Stuttgart einen großen Startvorteil. Aber dann kommt natürlich, und auf den werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen, dann kommt natürlich ein Oberbürgermeister wie Manfred Rommel, der auch in Sachen Integration die Stadt dann wirklich zur Avantgarde macht, bundesweit. Ja, da grätsche ich auch wieder rein. Ja, also ich höre immer ganz viel von dem Stuttgarter Weg. Und Herr Weber, klären Sie mich auch gerne persönlich mal, was war genau die Integrationspolitik, die Rommel betrieben hat, die so gut funktioniert hat? Geht es da wirklich, also um was für's, geht es da um harte Fakten und um bestimmte Maßnahmen, die man ergreift? Oder geht es auch vor allem um den Ton und den Umgang miteinander? Beides. Gute Integrationspolitik macht natürlich, hängt von beidem ab. Manfred Rommel wurde ja 1974 als Oberbürgermeister gewählt und schon 1976 kommt er mit großen, damals noch ausländerpolitischen Papieren genannt, an die Öffentlichkeit. Und wir müssen uns überlegen, in welcher Situation sind wir bundesweit. Anfang, Mitte der 70er. Die Bundesrepublik diskutiert über Anwerbestopp, über Rückkehrprämie, über all diese Dinge, über die erste Wirtschaftskrise, die erste Delle haben wir schon hinter uns, über all diese Dinge. Was macht ein Manfred Rommel? Er sagt, Leute, wenn ich durch mein Stuttgart laufe, dann sehe ich Multikulti realisiert. Das ist kein ideologischer Begriff, über den brauchen wir uns gar nicht streiten, sondern es ist Realität. Er sagt, muslimische Zuwanderer sind Teil dieser Stadtgesellschaft. Er geht offen auf diese Bevölkerungsgruppe zu. Und dann sind wir bei dem, was Sie angedeutet haben, Herr Giese, der Ton macht die Musik. Es ist ein Unterschied, ob jemand 1974 oder 1976 oder 1978, das sind die Zeiten, die Jahreszahlen seiner großen ausländerpolitischen Papiere, ob jemand sagt, der Islam ist ein Teil Deutschlands. Da haben wir in den 2000er Jahren noch heftig darüber diskutiert. Oder ob er sagt, wie ich erwähnt hatte, Multikulti ist Realität. Das zeigt ein Stück weit auch, Integration wird in der Kommune gemacht. Da wird auf Landesebene oder auf Bundesebene über parteiprogrammatische Ideologien diskutiert. Aber die Oberbürgermeister in den Städten wissen, hier, die Kommune ist die Schule der Politik und die Kommune gestaltet das alltägliche Leben. Und Sie hatten vorher nach dem Ton gefragt. Ja, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich sage, in der Stadt Kinder oder ob ich sage, Leute, ihr seid willkommen hier, ihr seid Teil dieser Stadt. Und dann kommen aber auch konkrete flankierende Maßnahmen dazu. Rommel hat ganz früh das Deutsch-Türkische Forum gegründet. Also, das heißt, Themen, an denen wir heute noch arbeiten, auch wenn bereits viel erreicht wurde, aber ausländischen Mitbürgern oder Menschen mit Zuwanderungsgeschichte einen Resonanzraum geben, eine Plattform geben, Austausch schaffen. Später folgt das Forum der Kulturen. Und das kennzeichnet den Stuttgarter Weg, der eigentlich dann später für den Umgang mit Asylbewerberinnen und Bewerbern geprägt wurde, der aber auf diese Politik der 70er Jahre zurückgeht. Und 2015, wenn ich den Satz noch sagen darf, erleben wir genau das Gleiche. Die Asylsuchenden kommen nach Stuttgart und sie werden dezentral auf die Stadt verteilt.
Nicht wie in vielen anderen Bereichen auch. Und es ist doch logisch, wo viele Menschen mit dieser Erfahrung, mit diesen Traumata, mit all dem, was sie mitbringen in ihrem emotionalen Rucksack auch, in einer Enge zusammenleben, muss es doch Probleme geben. Stuttgart sagt, wir verteilen dezentral auf alle Stadtteile, wir bieten allen Sprachkurse an. Das ist der Erfolgsweg, der sogenannte Stuttgarter Weg, der ja international auch Auszeichnungen bekommen hat. Daraus kann man schließen, dass Stadtoberhäupter, die gestaltungsfreudig sind und über mehr als nur eine Amtsperiode hinaus amtiert haben, das Gesicht einer Stadt prägen können. Das unterscheidet Stuttgart sicherlich auch vom Ruhrgebiet, wenn ich mir anschaue, dass auch dort es eine Mentalität gibt des Anpackens. Wer mal lucht, ist dort willkommen. Und Anfang der 60er Jahre war Duisburg die Stadt mit dem höchsten Gewerbesteuereinkommen in Nordrhein-Westfalen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man sich etwa den Stadtteil Duisburg-Marxloh anschaut. Aber das hängt vielleicht nicht nur damit zusammen, dass es eine andere Kommunalverfassung in Baden-Württemberg als etwa Nordrhein-Westfalen gab, mit einem direkt gewählten Oberbürgermeister, der zugleich auch die Chef der Stadtverwaltung war, sondern das ist mein nächster Punkt, vielleicht auch mit einer, sagen wir, grundliberalen Strömung, um diesen Begriff einmal zu verwenden, dass in Stuttgart im Unterschied zu anderen Kommunen die Gegensätze zwischen den politischen Parteien insofern abgeschwächt wurden, dadurch, dass man sich auf dem Boden sozusagen eines Konsensliberalismus getroffen hat. Und dazu passt das immer wieder beschworene Bild Baden-Württembergs als Stammland der Liberalen und Stuttgart mit dem Dreikönigstreffen der FDP, die sich ja als wahrer Erbe des politischen Liberalismus versteht. Also, ist da etwas dran? Kann man sagen, dass Stuttgart jetzt auch im Unterschied zu Frankfurt oder München dieses urliberale Grundgefühl besitzt? Also, ich bediene ungern Klischees, aber es ist was dran. Das ist das Schöne an Klischees oder auch an Mythen, dass sie eben doch einen wahren Kern haben. Bleiben wir vielleicht ganz kurz noch bei Manfred Rommel. Er passt natürlich als Oberbürgermeister zu Stuttgart wie die Faust aufs Auge. Er ist ein liberal-konservativer, protestantisch geprägter CDU-Mann, übrigens der erste CDU-Bürgermeister in einer Großstadt über 500.000 Einwohnern in Deutschland. Also er macht ein Stück weit auch die CDU großstadtfähig. Mhm. Alle anderen Großstädte über 500.000 wohlgemerkt, also schon relativ große Städte. Da sitzt das traditionelle Arbeitermilieu. Die stellen natürlich SPD-Oberbürgermeister. Rommel verändert das. Und weil er liberal geprägt ist, ja, und der württembergische Liberalismus und der Stuttgarter Liberalismus ist ein besonderer Liberalismus. Es ist der württembergische Liberalismus, der sich eigentlich aus drei Komponenten speist. Er ist bürgerlich, er ist sozial geprägt. Denken Sie nur an die Bedeutung der Genossenschaften in Stuttgart und auch im Umland. Weinbaugenossenschaften, Reifeisen hätte genauso gut Stuttgarter sein können. Denken Sie an das Genossenschaftswesen auch im Bankenbereich und so weiter. Also da steckt ja diese liberale Vorstellung dahinter von, ich bleibe eigenständig, selbstständig, Individualist. Das ist nicht sozialistisch gedacht, aber ich tue mich zusammen in dem Willen, gemeinsam mehr zu erreichen. Und er ist natürlich freiheitlich geprägt. Und dennoch ist es ein anderer Liberalismus als der, wie wir ihn aus dem Kaiserreich auch noch kennen, als der klassische Nationalliberalismus. Der württembergische Liberalismus kommt ja aus der Württembergischen Volkspartei, so nennt sich zumindest die FDP-Landtagsfraktion ja heute noch, bis vor ein paar Jahren noch die ganze baden-württembergische FDP. Es ist ein pragmatischer, ein bodenständiger Liberalismus. Es ist ein Liberalismus der kleinen Leute. Der Winzer, die habe ich schon erwähnt, die Kleinunternehmer, die kleinen Gewerbetreibenden, das hat ja auch was mit der industriellen Struktur, mit der industriellen Struktur Württembergs und eben auch Stuttgarts zu tun. Es ist nicht der
nichts gegen Zahnärzte, aber es ist nicht der Zahnarztliberalismus, wie wir ihn vielleicht in Nordrhein-Westfalen ein Stück weit kennen, mit blauem Doppelreiher, mit Goldknöpfen. Der württembergische Liberalismus ist ein ganz anderer und er manifestiert sich eben, er konzentriert sich 1866, als die Württembergische Volkspartei gegründet wird in Stuttgart und natürlich greift die FDP bis heute an diese großartige Tradition zurück. Es ist nun wirklich eine freiheitliche, eine liberale, eine demokratische Tradition aus einer Zeit auch, als der Liberalismus, der freiheitliche Liberalismus sich erst von der sozialen Demokratie zu trennen begann, die dann später in SPD, Arbeitermilieu und so weiter. Also da zeigt sich auch, dass in diesem Liberalismus der soziale Gedanke noch inhärent ist. Das macht ihn so spannend und das prägt Württemberg, Baden-Württemberg, es prägt auch Stuttgart. Wobei wir ein Missverständnis will ich noch ausräumen, wenn es immer heißt, Baden-Württemberg sei das Musterländle der Demokratie oder das liberale Musterländle. Dieser Begriff des Musterländles hat sich im 19. Jahrhundert immer auf Baden bezogen, nicht auf Württemberg. Hat dann aber natürlich, weil es natürlich auch ein schönes Label ist, den Weg in Baden-Württemberg gefunden. Aber ein Paradoxum haben wir doch da auch wieder, ja, dass die Partei, die wie keine andere in der Nachfolge der Liberalen auch in Württemberg steht, nämlich die FDP, ja auch in Stuttgart nie richtig Erfolge gefeiert hat. Oder sehe ich das falsch? Nö, das hat sie schon. Da würde ich Ihnen vorsichtig widersprechen. Gerne. Und zwar ganz einfach deshalb, weil dieser württembergische Liberalismus, diese württembergische FDP-DVP, eigentlich vor allem nach dem Krieg bis in die 60er, teilweise auch anfangs der 70er Jahre, der protestantische CDU-Ersatz ist. Die CDU wird ja in der unmittelbaren Nachkriegszeit auch vor allem in Baden-Württemberg als katholisch wahrgenommen. Da sitzt Adenauer in Bonn, der rheinische Katholizismus. Wenn wir es auf Baden-Württemberg runterbrechen, dann haben sie Gerhard Müller, den Ministerpräsidenten, ein Katholik. Die CDU hat ihre Hochburgen in Oberschwaben, in Ostwürttemberg und so weiter. Und aus dieser Konstellation heraus, dass die Protestanten eben, und Stuttgart ist überwiegend protestantisch, sagen, diese Partei ist eigentlich für Protestanten, diese katholische Partei, nicht wählbar. So kommt es, dass die FDP bis weit in die 60er Jahre hinein 18, 20, 22, 24% erreicht. Mit Arnulf Klett auch den ersten Oberbürgermeister stellt in der Stadt. Auch der Vater des jetzigen Bürgermeisters, Frank Knopper, hat für die FDP kandidiert, 1966. Also wir haben da so eine Geschichte, die was mit Konfessionen und konfessioneller Trennung der deutschen Gesellschaft der 20er Jahre, aber auch noch der Nachkriegszeit zu tun hat. In Württemberg hat man zum Beispiel im 19. Jahrhundert, das ist ein bisschen böse und ich stehe natürlich nicht dahinter, aber in Württemberg hat man im Unterland, also in Stuttgart mit Blick auf Oberschwaben, zu den Katholiken immer gesagt, hoch die Kanzel, tief der Verstand, das ist das schwarze Oberland. Und diese Klischees, der Historiker Dieter Langewiesche hat es Ekelschranken genannt. Mhm. Diese Ekelschranken zwischen den Milieus, die wirken fort, wenngleich sie in Baden-Württemberg nicht so oder in Württemberg vor allem nicht so stark ausgeprägt sind wie woanders. Herr Püter hatte das Wort des Konsensliberalismus geprägt, das ich übrigens sehr schön finde. Ich möchte da noch anknüpfen und das vielleicht an einem Beispiel noch unterstreichen. Die Bundesrepublik Deutschland hat ja Häuser, Geschichtsorte, die Personen und Ereignissen gewidmet sind. Da gibt es eine Willy-Brandt-Stiftung, die sich die Verdienste dieses großen Staatsmannes näher vor Augen nimmt. Da gibt es das Bundeskanzler Konrad-Adenauer-Haus, nicht die Stiftung, die das ganze Rhöndorf tut. Stuttgart hat, und es gibt sogar in Rastatt eine Stiftung, auf Schloss Hambach gibt es auch etwas. Stuttgart hat so etwas, immerhin, und jetzt kommt die Frage, für wen? Für Theodor Heuss. Und Theodor Heuss steht ja stellvertretend für diesen Konsensliberalismus. Und die Frage ist, das war eine rhetorische Frage natürlich,
Hätte man sich Heuss, nachdem er das Amt des Bundespräsidenten 1959 aufgab, woanders als in Stuttgart vorstellen können? Hätte man sich vorstellen können, dass Theodor Heuss woanders seinen Alterssitz nimmt, sein Haus am Feuerbacher Weg errichtet, in Bonn, in München, in Köln, in Frankfurt? Eigentlich nicht, Herr Weber. Nee, unvorstellbar. Absolut unvorstellbar, dass ein Theodor Heuss nach seiner Zeit als Bundespräsident nach Stuttgart zurückkehrt. Ich glaube, das war für ihn die einfachste Entscheidung, die es gab. Und Theodor Heuss ist natürlich die Verkörperung dieses württembergischen Liberalismus, selbst in Brackenheim geboren, in Heilbronn aufgewachsen, dann in Stuttgart gelebt, eine Zeit lang ja auch in Berlin. Aber er ist die Verkörperung dieses Liberalismus. Übrigens hat er ja auch über Weingärtner, also in Württemberg nennt man die Winzer ja nicht Winzer, sondern Wengerter oder Weingärtner. Er hat ja seine Doktorarbeit auch über dieses Milieu geschrieben. Und er war nicht nur dem Medium zugewandt, sondern er war natürlich auch den Weingärtnern zugewandt, die das Medium dann produzieren. Und Theodor Heuss und Stuttgart ist für die 50er und 60er Jahre sind untrennbar miteinander verbunden. Insofern macht das Bundespräsident Theodor Heuss Haus in Stuttgart heute natürlich auch allerhöchsten Sinn. Ist auch, glaube ich, eine absolut berechtigte Ehrung und Wertschätzung durch die Bundesrepublik. Und ist nur das Thema Wertschätzung ist ja auch ein Thema, was uns als Palais sehr umtreibt. Und die Erinnerung an Frauen spielt ja im öffentlichen Raum in Stuttgart nun kaum eine Rolle. Die Ausnahme bildet aber seine Frau, Elli Heuss. Knapp. Zu der dürfen Sie mir auch noch gern 3-4 Sätze erzählen. Ja, warum hat sie einen Brunnen tatsächlich auch in Stuttgart bekommen? Was hat sie genau gemacht? Also Elli Heuss Knapp ist natürlich insofern, na gut, sie hatte, es ist natürlich eine hochinteressante Frau, schon auch vor dem familiären Hintergrund. Aber sie hatte natürlich als erste First Lady der Bundesrepublik eine gewisse Plattform. Die viele Frauen in den 50er Jahren natürlich nicht hatten. Wir haben ja wunderbare Frauen der Nachkriegszeit in Stuttgart, denken Sie an Jella Leppmann, viele andere, die Unglaubliches geleistet haben, aber in der öffentlichen Meinung oder im öffentlichen Stadtbild nicht so zur Geltung kamen, leider. Elli Heuss Knapp hat diese Plattform als First Lady und jetzt kommt aber hinzu, sie nutzt diese Plattform auch. Und das Müttergenesungswerk, das sie stiftet, viele, viele Dinge im intellektuellen Bereich, auch die sie antriggert, die sie in Gang setzt. Sie verkörpert ein Stück weit auch, naja, jetzt nicht nur für die restaurative Bundesrepublik die Frau, die mit der Handtasche neben ihrem Mann herläuft, sondern sie ist eben eine eigenständige, eigenkreative Frau. Und ich glaube auch, dass sie für ihre Zeit da wirklich ein Signal gesetzt hat und sicherlich auch vielen Frauen Mut gegeben hat. Leider in der Öffentlichkeit, aber gut, das ist eine generelle Tendenz, auch erst relativ spät geehrt wurde. Wir haben es natürlich mit einer historischen Phase zu tun, die männerdominiert ist. Ich glaube, zum Glück die letzten 10, 15, 20 Jahre hat sich da doch einiges geändert und wird sich auch noch ändern. Wenn man von außen auf Stuttgart blickt, jetzt vor allem in die bewegten 1970er Jahre, die ja eine große Phase des Umbruchs waren, dann hat Stuttgart in dieser Zeit sich ein Image wohl nicht ganz freiwillig erworben, auf das man möglicherweise verzichtet hätte. Stuttgart in Gestalt der Justizvollzugsanstalt in Stammheim, des Gerichtsgebäudes in Stammheim, der Ort, an dem symbolträchtig die Bundesrepublik Deutschland sich mit dem Linksterrorismus der RAF auseinandersetzt. Und hinzu kommt noch, dass eine auf der Alp geborene, aber mit Stuttgarter Wurzeln ausgestattete Gudrun Enslin auch noch zu diesen Terroristinnen der ersten Stunde zählt. Hat man sich das ausgesucht? Hätte man nicht weglaufen können? Oder war man sogar so eifrig, dass man den Finger hob, als nach einem Ort gesucht wurde, an dem man mit den Möglichkeiten des Rechtsstaates rechtsstaatskonform mit dem Terrorismus umging? Also den Finger hat damals niemand gehoben. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Wie kam eigentlich Stammheim oder wie kam der RAF-Prozess
nach Stuttgart. Ich hatte vorher erwähnt, 1961 wurde der erste Parlamentsneubau in der Bundesrepublik in Stuttgart errichtet, der Landtag von Baden-Württemberg. 3 Jahre später, 1964, wird in Stammheim das erste Reformgefängnis, der erste Gefängnisneubau nach 1945 in der Bundesrepublik gebaut. Und schon damals liest man in der Zeitung, 1964, der Musterknast im Musterländle. Stammheim galt als Musterjustizvollzugsanstalt, weil man glaubte, in diesem neuen Gefängnis seien Sicherheit und Humanität gewährt. Also dieses Gefängnis stand nun mal in Stammheim. Dann kamen 1972, als die Köpfe, die wichtigsten Köpfe der ersten Generation der RAF festgenommen worden waren, kam natürlich die Frage auf, wo soll dieser Prozess geführt werden. Die Bundesanwaltschaft, der Generalbundesanwalt saßen in Karlsruhe. Stuttgart war nicht weit davon weg. Gut, ein Argument. Das zweite Argument, dieses Reformgefängnis, dieses vermeintlich sicherste Gefängnis der Bundesrepublik auch, steht in Stammheim auch nicht weit weg. Es kamen aber auch andere Städte in Frage. Die RAF-Terroristen saßen ja davor in Frankfurt. Gudrun Enslin war in Frankfurt eingesessen. Es hätte andere Orte gegeben, aber jetzt sind wir wieder beim Fußball, Herr Püter. 1972 war Deutschland in der Vorbereitung der Fußball-WM 74. Und keine Stadt in Deutschland hat gesagt, wir wollen diesen Prozess, der ja mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden war. Und so fiel die Wahl eben auf Stuttgart mit den Hauptargumenten Generalbundesanwalt in Karlsruhe, Reformgefängnis in Stammheim. Und es gab einen vorsitzenden Richter des zuständigen Senats, Theodor Prinzing, der den Ruf hatte, solche schwierigen und langwierigen Prozesse durchführen zu können. Er ist letztlich dran gescheitert, aber auch das war vielleicht ein Argument. Na, und so fiel die Wahl auf Stammheim. Und ja, natürlich hat Stammheim Stuttgart geprägt. Sie haben Gudrun Enslin erwähnt. Ja, auch das ist so eine Geschichte. Wenn der Name Gudrun Enslin fällt, dann heißt es immer die protestantische Pfarrerstochter aus Bartholomä. So, und dann spielt man natürlich auf diesen Protestantismus an, der in Württemberg ja immer in unterschiedlichen Ausprägungen auch pietistisch geprägt ist. Und man setzt diese Gudrun Enslin nach Bartholomä auf der Schwäbischen Alb. Das klingt nach noch mehr Enge und noch mehr moralischer Enge auch, obwohl sie da ja nur ihre Kindheit verbracht hat. Die Mutter von Gudrun Enslin, tatsächlich stark pietistisch geprägt, der Vater aber ein liberaler Protestant, ein liberaler Kirchenmann, der auch der bekennenden Kirche nahestand, ein sehr aufgeschlossener Mann. Naja, und jetzt haben wir dieses Bild der Pfarrerstochter. Auch Ulrike Meinhof war eine Pfarrerstochter. Es gab übrigens 4, 5, 6 Pfarrerstöchter innerhalb der RAF. Es gibt ja ganze Bücher und wissenschaftliche Arbeiten über das evangelische Pfarrhaus. Und ohne da auch wirklich ein Klischee bedienen zu wollen, ja, dieser Protestantismus, wenn er auch pietistisch geprägt ist, er hat natürlich dieses Protestpotenzial, das dann auch rasch zum Widerstandspotenzial werden kann. Der Reporter, der Journalist der Stuttgarter Zeitung, der damals die RAF-Prozesse in Stammheim begleitet hat, Werner Birkenmeier, der hat damals geschrieben, bei Gudrun Enslin, das Bombenlegen sei der Ausbruch aus der Enge der protestantisch-pietistischen Innerlichkeit. Und er hat darauf verwiesen, dass wir mit Hegel, Hölderlin, Schelling und so weiter den revolutionären Geist schon immer in Stuttgart hatten. Er wurde dafür auf die schwarze Liste von CDU/CSU gesetzt. Ich glaube, dass so ein Wort war bemerkenswert für einen Journalisten zur damaligen Zeit. Gewissermaßen die protestantistische Ethik als heiliger Eifer. Bad Religion, wenn man so will, also dass die Religion zum Bösen gewandt, dieses Sendungsbewusstsein, das im Protestantismus auch steckt natürlich. Ja, das ist bei Gudrun Enslin alles zu entdecken. Trotzdem erklärt es natürlich nicht letztendlich ihren Schritt, der ja schon von fast unvorstellbarer Tragweite war. Übrigens ganz ähnlich wie Ulrike Meinhof auch. Beide Frauen verlassen ihre Familien, lassen ihre kleinen Kinder hinter sich. Beide gehen in den Selbstmord im 7. Stock in Stammheim. Also es sind schon wirklich
ja, beeindruckende Geschichten, aber der Protestantismus in seiner pietistischen Prägung ist sicherlich nicht die alleinige Erklärung für das Agieren der Gudrun Enslin. Da will ich ja mal gerne eine Frage, also wir reden ja ganz viel über Stammheim und die RAF und Stuttgart sozusagen als Schauplatz dieses politischen Prozesses. Wie ist es denn mit Stuttgart als tatsächlich, wie links ist denn Stuttgart? Gibt es da ein starkes linksradikales Milieu? Gibt es eine starke Unterstützerszene? Ist das so wie in Frankfurt oder auch im Rhein-Main-Gebiet, wo ja viel passiert, wo auch viele Verstecke sind und all diese Geschichten drumherum? Wie kann man sich das in Stuttgart vorstellen? Also wenn wir es noch mal kurz auf die RAF beziehen, dann haben sich ja viele immer die Frage gestellt, warum sind in der RAF, im engeren Kreis der RAF, eigentlich so viele aus Baden-Württemberg? Mhm. Statistisch lässt sich das ja nun tatsächlich nachweisen. Das hat manchmal auch nur damit zu tun, dass Baden-Württemberg natürlich durch seine grenznahe Lage auch ein perfekter Standort für Terroristen war, mit dem raschen Weg nach Frankreich, auch in die Schweiz und so weiter. Wir haben ja da einige Vorfälle auch über die Schweizer und über die französische Grenze hinweg gehabt. Das ist das eine. Wir hatten in Stuttgart das Rechtsanwaltsbüro Croissant, wo der damals Sartre nach Stammheim geholt hat, die berühmte Geschichte, und der ja eine sehr wesentliche Unterstützerrolle für die RAF gespielt hat. Trotzdem gibt es und gab es natürlich in Stuttgart diese autonome Szene nur bedingt, wie es sie in Frankfurt oder in Berlin gab. Das hat was mit dieser Konsensstruktur zu tun, die württembergische, die baden-württembergische Politik, aber auch die Stuttgarter Politik spielt. Es ist das Land und die Stadt der milden politischen Gegensätze. Da tun sich geistig Revolutionäre zwar hervor, die im Geiste die Revolution auch durchspielen und ausdenken. Aber in der Realität sieht es dann doch etwas anders aus. Stuttgart ist per se keine linke Stadt. Stuttgart hatte immer eine relativ schwache Arbeiterschaft, eine gemäßigte Arbeiterschaft. Es gab auch einen linken Flügel in der Stuttgarter SPD. Denken wir an Kurt Schumacher in den 20er Jahren. Aber insgesamt war es doch eine gemäßigte SPD, und diese Gemäßigtheit zieht sich doch durch die Jahrzehnte hindurch. Ich möchte da andocken, und in der Tat, wenn jetzt ein Hannoveraner oder ein Kieler uns zuhört, der wird vielleicht sogar mit einem gewissen Neid auf Stuttgart schauen, weil abgesehen von dieser terroristischen Verirrung, aber das sind ja alles keine Stuttgarter gewesen, sondern Zugezogene, die nur in Stuttgart ihr verdientes Urteil empfangen haben, diesen Konsens. Und da gibt es etwas, was auch in diese Konsensstruktur hineinpasst, in diese Kultur des Kompromisses, das sind die Tarifverhandlungen. Der hiesige Tarifbezirk war der Ort, an dem in ritualisierter Weise sich die Arbeitgeber und der hiesige IG Metall-Führer geeinigt haben. Das waren Pilotprojekte. Stuttgart sozusagen als Ort, in dem auch ein bisschen für das Theater, für die Öffentlichkeit gerungen wurde, aber doch ein kompromisshaftes Ergebnis erzielt wurde. Also insofern ein Laboratorium der Sozialpartnerschaft. Kann man das so sagen, oder ist das ein Schwelgen in nostalgischen Erinnerungen, die verkennt, dass nach 20 Stunden Verhandlungsmarathon die einfach so müde waren, dass sie alles unterschrieben haben, was vor ihnen lag? Und vor der Tür saßen 100 Journalisten, die schon 50 Tassen Kaffee getrunken hatten und viele, viele Zigaretten geraucht. Nein, es ist in dem Punkt ist es kein Klischee. Es ist ein höchst interessanter Punkt, der in der Stuttgarter Geschichte auch oft vergessen wird. Vergegenwärtigen wir uns kurz die Situation der zweiten Hälfte der 60er Jahre und dann auch der 70er Jahre. Da verhandeln zwei Personen bundesweit Tarifabschlüsse. Sie haben es erwähnt, der IG Metallbezirk Nordwürttemberg-Nordbaden war der Pilotbezirk. Da wurden die Pilotabschlüsse verhandelt. Und da sitzen zwei Personen einander gegenüber. Auf der einen Seite Willy Bleicher,
ein Sozialist, der im KZ Buchenwald war und der dann eben die Gewerkschaftsseite in den 60er und 70er Jahren vertritt. Und auf der anderen Seite sitzt ein Hans-Martin Schleyer, Arbeitgeberpräsident, Präsident des BDI und im Dritten Reich SS-Hauptsturmführer. Diese zwei Personen treffen bei diesen Verhandlungen aufeinander und die können miteinander. Die verhandeln gut miteinander, die verhandeln fair miteinander und es gibt diese Konsensstruktur. Und da kommt natürlich auch ganz viel wieder zusammen. Es ist dieser wirtschaftsstarke Standort, wo die Unternehmen natürlich auch wissen, die Gewerkschaft haben viel Macht. Wir müssen uns einigen, sonst gemeinsam gewinnen wir und gemeinsam gehen wir auch unter. Aber es sind eben auch gesprächsbereite Gewerkschaften und gesprächsbereite Unternehmen in einem Konsensmilieu, in einer Stimmung, in einer Atmosphäre des Kompromisses auch. Und deshalb guckt in diesen Jahren die Bundesrepublik auf Stuttgart, auf eine Stadt, in der allerdings auch mit die größten Streiks der 60er und 70er Jahre durchgeführt wurden. Aber es hat natürlich auch was mit selbstbewusster Arbeitnehmerschaft oder mit selbstbewusster Arbeiterschaft zu tun. Starke Interessenvertretung, aber keine sozialistischen Höhenflüge. Das haben wir ja übrigens heute auch noch. Wenn Sie heute Facharbeiter bei Porsche sind, dann verdienen Sie gutes Geld. Das führt Sie nicht zwangsweise dazu, die Linke zu wählen. Da kann ich auch, da stellt sich ja immer jemandem, der die ganze Republik schaut, glaube ich, immer neidvoll auf die Stuttgarter Wirtschaft und ihre unglaubliche Stärke. Und wenn Deutschland ein Wirtschaftswunder ist, dann fehlen für Stuttgart, glaube ich, die Superlative nach dem Krieg. Woran liegt das? Ist das dann einfach der pure Zufall? Ist es der Unternehmergeist in den Unternehmen? Ist es vielleicht auch Politik? Wer hat da eigentlich so richtig was richtig gemacht? Also böse Zungen sagen ja, dass dass Württemberg nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark von Baden profitiert hat. Der stärker industrialisierte Landesteil war ja Baden im 19. Jahrhundert. Aber durch die Grenzlage zu Frankreich, entmilitarisierte Zonen in den 20er Jahren und so weiter und so fort, wurden ja viele Unternehmen aus dem Badischen, aus dem Land Baden gezwungen abzuwandern. Und viele davon sind nach Württemberg abgewandert. Das ist natürlich nur eine Komponente. Aber den Mannheimer schmerzt es natürlich heute noch, dass Benz von Mannheim nach Stuttgart umgezogen ist. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist natürlich der Unternehmergeist, den können wir nicht abstreiten, der sich in Stuttgart in einer ganz besonderen Weise zeigt und natürlich auch auf eine Umwelt trifft. Wir haben die Architekten genannt. Diese Architekten waren übrigens zum größten Teil Bauingenieure. Und wir haben natürlich diese in vielerlei anderer Hinsicht auch diese Ingenieurskultur in der Stadt. Und wir haben diese Mentalität, die ich angesprochen hatte, diese freiheitlich-liberale, aber sozial, nicht sozial-egalitär, sondern sozial bewusst geprägte politische Mentalität. Und dann kommen in der unmittelbaren Nachkriegszeit natürlich auch so Faktoren dazu wie die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen. Die haben Baden-Württemberg geprägt. Württemberg vor allem, der badische Landesteil hatte ja zunächst keine Heimatvertriebenen aufgenommen, zumindest im französisch besetzten Teil, aber den württembergischen Teil eben sehr stark. Und Stuttgart profitiert natürlich auch von dieser Migrationsbewegung, von dieser Zwangsmigrationsbewegung nach 1945. Wenn man die Berichterstattung am Tage von Landtagswahlen in den 70er, 80er Jahren sich ansah, gab es etwas, was sich durchweg wiederholte, nämlich der Hinweis, dass hier die höchsten Löhne Deutschlands gezahlt würden, genauso wie Reinhard Weber sagt, dass hier sozusagen der beim Daimler schafft, ein Wohlhabender ist, weil er beim Daimler schafft. Also das fehlte nicht und das stimmte ja auch alles. Das war in den 70er, 80er, vielleicht noch frühen 90er Jahren so.
den letzten 20 Jahren hat man eigentlich den Eindruck, dass der Wohlstand möglicherweise dazu geführt hat, dass die Menschen hier besonders unruhig geworden sind. Wenn jetzt jemand aus Hannover, Kiel oder Düsseldorf auf Stuttgart blickt, sieht er sogenannte Wutbürger, die nicht zu denen gehören, die nichts anderes zu verlieren haben als ihre Ketten, also durchaus im Wohlstand groß geworden sind, aber trotzdem sich engagieren, dann sieht man in jüngster Zeit auf den Cannstatter Vasen viele Menschen aus ganz Deutschland, Fußballweltmeister wie Thomas Berthold und andere Promis, die dort aber von einem Stuttgarter angeführt auch in einer engagierten Weise sich artikulieren. Auch denen sieht man an, dass auch sie Kinder des Wohlstandes sind. Ist der Wohlstand sozusagen ein Nährboden für eine solche Art von Protest? Schwer zu sagen, ich glaube eher nicht. Vielleicht eine Bemerkung dazu. Der Begriff Wutbürger wurde ja rund um die Proteste gegen Stuttgart 21 geprägt und hat dann ganz rasch die Runde gemacht. Ich glaube, wenn ich es recht weiß, fiel er zum ersten Mal in einem Spiegelbericht über Stuttgart 21 damals. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Begriff des Wutbürgers, weil da so eine Komponente von emotional Überschießendem mit drin steckt. Ich glaube aber, natürlich ist bei Protest und Politik auch viel Emotionalität im Spiel, aber ich glaube trotzdem, dass es im Kern eine Form der Bürgerbeteiligung ist. Und wir kommen gleich noch zu den Querdenkern, aber wir sind wieder bei dieser protestantischen und eben zum guten Teil auch pietistischen Prägung in Stuttgart. Und selbst wenn Sie in dritter Generation hier leben, Württemberger sind oder vielleicht die Familie auch noch länger und Sie sagen von sich selber, ja, mein Großvater und so weiter, das waren alle Pietisten, ich habe damit nichts mehr zu tun, dann haben die Leute doch noch in dieser Longue Durée der Mentalitäten diese Sedimente von pietistischem Pflichtbewusstsein, von pietistischem Protest, aber auch der Pietismus ist eine Protestbewegung gegen die damals landesherrlichen und landeskirchlichen Strukturen. Die Pietisten waren diejenigen, die den König geduzt haben, weil sie gesagt haben, du bist einer wie wir. Du wirst genau das gleiche Schicksal erleben wie wir auch. Also duzen wir den König. Diese Dinge zeigen sich natürlich auch. Oder führen wir es andersrum noch mal kurz aus. Was macht denn der König in Württemberg? Er lässt sich auf den Tübinger Vertrag ein und sagt, ich habe hier, anders als in anderen Ländern, in diesen kleinteiligen Herrschaftsstrukturen nur eine Chance zu überleben, wenn ich mich mit meinen Untertanen einige. Ich muss eine gute Politik machen. Wenn keine gute Politik gemacht wird, und so haben eben viele damals Stuttgart 21 und auch den Ministerpräsidenten Mappus erlebt, wenn keine gute Politik gemacht wird, dann gibt's Protest. Und zwar heftigen Protest. Und der umfasst dann alle Bevölkerungsgruppen. Ich habe bei Stuttgart 21 Menschen protestieren sehen, von denen hätte ich nie gedacht, dass sie auf eine Demonstration gehen. Aus allen Generationen, aus allen Bevölkerungsschichten. Weil natürlich, dann kommt das Emotionale wieder ins Spiel, viel hat sich an diesem Mammutprojekt entzündet. Aber dann gab es halt auch noch andere Punkte, die dazu kamen. Ministerpräsident Mappus mit sehr schlechten Beliebtheitswerten, G8, G9, die Schulpolitik war damals so ein Aufreger und. Und dann haben wir diese Protestbewegungen, die aber im Kern nicht die pure Wut sind, sondern eine Form des besonders aktiven bürgerschaftlichen Engagements. Und das sehe ich in Stuttgart auch. Jetzt haben wir natürlich die Querdenker. Und da haben wir nochmal eine ganz besondere Mischung. Ich glaube, dieses pietistische Protest- und Widerstandspotenzial in Sedimenten ist da auch vorhanden, auch wenn es eine völlig andere Richtung ist natürlich. Die Querdenker sind eine ganz bunte Allianz. Ich kann manche Menschen verstehen, die selbstständig sind, die eine Gastronomie haben, ein kleines Unternehmen, dass der Staat in der Pandemie massiv in deren Leben, in deren wirtschaftliche Erfolgsaussichten auch eingegriffen hat. Dafür habe ich allerbestes Verständnis. Aber dann kommen eben diese überschüssigen Elemente dazu. Und da ist dann so eine Mischung aus
ja, da kommen auch die Anthroposophen dazu. Da, wir sehen ja, dass da auch, da wird an Protestformen der Friedensbewegung der 80er Jahre auch angeknüpft. Da kommen Impfkritiker und Impfgegner dazu. Die Anthroposophen sind in Stuttgart und im Württembergischen generell ja sehr stark. Also aus dieser Mischung erwächst dann so ein Protestbündnis, das schon bemerkenswert ist und Stuttgart jetzt sicherlich nicht den Ruf der Avantgarde-Stadt eingebracht hat, aber doch höchst interessant ist, ja. Ja, ich will nur sagen, das fand ich sehr, sehr einleuchtend. Danke Ihnen beiden, Herr Weber, Herr Püter, also dieses Verständnis vielleicht, den Protest gegen Stuttgart 21 vor allem als konsequenten Liberalismus zu denken, nämlich im Misstrauen in den Staat zu haben, fand ich auf jeden Fall bemerkenswert und hat schon diesen Podcast gelohnt. In 10 Jahren treffen wir uns ja alle wieder, das ist klar. Und dann sind 10 Jahre vergangen. Und der Historiker ist ein rückwärtsgewandter Prophet, der aber aufgrund seiner souveränen Kenntnis der Vergangenheit schon weiß, was in den dann abgelaufenen Jahren sich als zukunftsfähig erweisen wird. Also was kann in den nächsten 10 Jahren Stuttgart sich als Vermächtnis, als Erbe erworben haben, sodass man, wenn wir uns in 10 Jahren noch einmal treffen, sagen, das kommt noch hinzu. Alles, was wir jetzt gesagt haben, hat Bestand, selbstverständlich. Aber ich frage den Kollegen, der sich so gut wie kein anderer auskennt und auch den Blick in die Zukunft wagt, das auch professionell zu verpflichtet, was müssten wir in 10 Jahren noch hinzufügen? Also ich glaube, ich bin ja ein grundsätzlich positiv gestimmter Mensch und ich glaube, dass Stuttgart in einer Hinsicht noch Avantgarde-Stadt werden kann und das ist die Bewältigung des aktuellen Strukturwandels und der Transformationskrise. Und ich glaube, dass es in Stuttgart auch einen breiten Konsens gibt und dass man Modellstadt werden könnte für verändertes städtisches Leben. Wenn die Politik nun an einem Strang zieht und jetzt auch bei den Landtagswahlen haben wir ja doch auch über die Parteien hinweg Unterschiede gesehen, aber auch bemerkenswerte Gemeinsamkeiten. Wenn wir es schaffen und wir haben die Möglichkeiten dazu in Stuttgart, Wohnungsbau, Baupolitik, Wohnungspolitik sozial verträglich zu gestalten, nicht elitär zu werden oder noch elitärer zu werden, was Mieten und Grundstückspreise anbetrifft. Wenn wir es schaffen, die Verkehrswende einzuleiten und wenn wir es schaffen, aus einem urbanen Raum einen noch lebenswerteren Raum zu werden, die Stadt auch umzugestalten zu einer lebenswerteren Stadt, die allen Bürgerinnen und Bürgern auch andere Resonanzräume schafft, andere Betätigungsfelder auch, andere Begegnungsräume auch. Und wenn wir es schaffen, und da hört man ja jetzt, wenn man so die Stimmen aus der Wirtschaft hört, auch doch recht positive Signale, wenn wir es schaffen, die Transformationskrise in der Industrie zu meistern, die Stuttgart natürlich prägt. Ich glaube, dann können wir in 10 Jahren, wenn wir uns dann auf ein gepflegtes Bier treffen, zurückblicken und sagen, ja, Stuttgart hat unglaublich viel gemeistert damals. Es kommen jetzt doch aus der Wirtschaft schon deutliche Signale, die sagen, ja, wir schaffen diese Transformation zum Elektromobil oder auch zum wasserstoffangetriebenen Auto. Und die Stärke des Industriestandortes Stuttgarts liegt natürlich an dieser Industrie, auch an den Zulieferindustrien, wo viele gerade sehr stark leiden. Aber wir müssen ja immer auch beides denken. Also das ist der eine Punkt, die Transformationskrise zu meistern. Und der andere Punkt ist, Stuttgart zu bewahren und vielleicht auch noch auszubauen als unglaublich kulturstarke Stadt. Herr Giese, da sind Sie sehr stark daran beteiligt, aber viele andere auch. Ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis von Stuttgart. Das haben Politiker wie Lothar Späth, Manfred Rommel übrigens auch und viele andere hinterher auch, Erwin Teufel und Wolfgang Schuster und wie sie alle heißen, natürlich erkannt. Wenn Stuttgart attraktiv sein soll als Stadt, dann muss es attraktiv sein als Stadt, die Arbeit gibt, aber als auch Stadt, die Kultur bietet. Und beides sind die entscheidenden Standortfaktoren. Und da bin ich aber für Stuttgart sehr froh gemut.
Ja, vielen Dank, Herr Weber. Vielen Dank, Herr Püter. Es war eine sehr interessante, aufschlussreiche Runde, wie ich finde, und ein großartiger Auftakt für unseren Podcast. Vielen Dank Ihnen beiden. Ja, weiter geht's mit der zweiten Folge. Ja, wir gehen ja rückwärts in der Geschichte mit der Zeit des Nationalsozialismus. Ein bisschen reißerisch formuliert, das braune Stuttgart wird unsere Folge heißen. Wir werden Professor Dr. Roland Müller, den Leiter des Stadtarchives hier in Stuttgart zu Gast haben, den größten Kenner dieser Epoche. Und diesmal, Herr Püter, wissen Sie nicht, über was gesprochen wird und werden gänzlich unvorbereitet sein, obwohl Sie natürlich unglaublich viel über diese Epoche schon wissen. Aber vielleicht finden wir ja auch den ein oder anderen wunden Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Sie beide. Und Sie, liebe Zuhörer, wir hören uns in der nächsten Folge.